Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen euch Änderungen an der Penetrationsfähigkeit von HE-Granaten, Sprenggranaten zu Deutsch, ein bisschen näher bringen. Außerdem gibt es Änderungen an dem Trägheitszünder für Sprenggranaten, das ist der Kapitänskill. Und es gibt Kreuzer- und Schlachtschiffpanzerungsänderungen. Und die kommen alle mit dem Update 092. Voraussichtlich, ja. Es ist Work in Progress, es ist ein Testserver, aber wir sind schon auf dem PTS und da zeigt schon, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Änderungen tatsächlich auf den Live-Server kommen. Was ändert sich jetzt ganz genau? In allererster Linie, diese Änderungen richten sich hauptsächlich an die HE-Granaten, ne? Es gibt nachher noch Panzerungsänderungen, wo sicherlich auch die AP nachher noch eine Rolle spielen könnte, aber in erster Linie geht es hier um HE. Die HE-Granate, die wurde in der Vergangenheit ja so berechnet. Eine Granate durchschlägt eine Panzerung, wenn der Wert für die Panzerungsstärke kleiner ist als der Granatendurchschlagswert. Ja, der Granatendurchschlagswert hier bei der D-Ring 113 mm, ein Sechstel Penetration, also durch 6 gerechnet, haben wir 18,83. Und da World of Warships nichts mit Kommastellen anfangen kann, wurde gerundet, kaufmännisch gerundet, also von 18,83 auf 19 mm. Und der Granatendurchschlagswert war dann 19 mm. Aber er musste eben kleiner sein. Ja? Und damit steht bei der bis zum Update 091 einschließlich 18 mm bei der Penetrationskraft für Sprengmunition da. Ab Update 092 ändert sich das und die Granate durchschlägt eine Panzerung, wenn der Wert für die Panzerungsstärke kleiner oder gleich dem Granatendurchschlagswert ist. Das heißt, in Zukunft werden die 19 mm herangezogen und somit hat die D-Ring ein Skill, den sie weglassen kann. In der Vergangenheit musste hier nämlich Trägheitshinder für Sprenggranaten geskillt werden, um die 19 mm Aufbauten von T10 Schlachtschiffen oder zum Beispiel auch T9 und T8, die haben alle 19 mm gehabt, penetrieren zu können. Und das war eben hier notwendig bei dem Zerstörer, damit das überhaupt vernünftig funktioniert. Jetzt ist das eben nicht mehr notwendig und man kommt da vernünftig durch. Finde ich eine super geniale Geschichte. Die D-Ring wird massiv davon profitieren. Eben 4 Skillpunkte, die man woanders investieren kann. Ein weiterer Sieger bei der ganzen Geschichte hier ist ein deutsches Schiff. Zum Beispiel der große Kurfürst. Hier haben wir 128 mm Sekundärbewaffnung und 150 mm. Und auch da gibt es Änderungen. Und ihr wisst ja, dass es jetzt noch notwendig ist, ob bis zum Update 091, den Trägheitszünder für Sprenggranaten bei den zu skillen, um bei den 128 mm Sekundärbewaffnungsgeschützen hier auf über 32 mm Panzerung zu kommen. Ja? In Zukunft ist das nicht mehr notwendig, weil durch die Berechnung eben hier schon 32 mm erreicht werden. Und auch bei den 150 mm werden jetzt sogar 38 mm erreicht. Und das heißt sogar, dass diese Granaten sogar die Decks der amerikanischen Schlachtschiffe durchschlagen. Die haben nämlich 38 mm. Ja, also das ist richtig krass. Die Sekundärbewaffnung beim Kurfürsten wird mit diesem Update wirklich nochmal verbessert. Und man hat möglicherweise 4 Skillpunkte mehr, wenn man in der Vergangenheit EVE geskillt hat. Ja. Es gibt natürlich, wo auch Licht ist, ist auch Schatten, auch aus meiner persönlichen Sicht, Verlierer bei der ganzen Geschichte. Und ein Verlierer da könnte die Harugumo Kitakase Akizuki sein. Wir haben hier 100 mm Kaliber. Hier berechnet sich die Penetration der HE-Granate ein bisschen anders, nämlich durch 4, ja, ein Viertel Penetration. Das heißt, wir kommen nach dem neuen Berechnungsmodell auf 25 mm, bei dem alten waren es ja eben noch diese 24. Wir sind dann jetzt in der Lage, auf der Tierstufe bei dem einen oder anderen Kreuzer mehr Eindruck zu machen, ohne die Trägheitszünder zu skillen. Aber für Schlachtschiffe brauchen wir sie weiterhin. Leider wird der Skill Trägheitszünder für Sprenggranaten hier mit dem Update 092 eben auch verändert. Auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite gut so. Ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn wir jetzt hier den Trägheitszünder für Sprenggranaten in die Harugumo skillen, verlieren wir in Zukunft, und das gilt natürlich auch bei allen anderen Schiffen, 50% der Brandwahrscheinlichkeit, der Basisbrandwahrscheinlichkeit. Das heißt, wir gehen hier von 5% runter auf 2,5%, müssen dann die Signalflaggen reinsetzen, um jeweils ein halbes Prozent dazu zu bekommen. Also 1% wären wir dann also wieder bei 3,5%. Und dann müsste man den Kapitän noch skillen, um wieder auf 5 bzw. 5,5% Brandwahrscheinlichkeit zu kommen. Dazu wird die Penetrationsfähigkeit der Sprenggranate nicht mehr durchgehend um 30% erhöht, sondern ist tierstufenabhängig. 1 bis 7 gibt 25% mehr Penetration, 8 bis 10
eben 30%, das hatten wir vorher halt schon. In der Vergangenheit war das kaliberabhängig und da wurde dann halt Brandwahrscheinlichkeit abgezogen, je nach Kaliber. Das ist jetzt ja eben nicht mehr der Fall. Die Harugumo, Kitakase und Akizuki, bei denen mag es noch verkraftbar sein, weil es am Ende nur ein kleiner Prozentwert, der sich da verändert. Es gibt aber Schiffe, die mehr leiden. Und das könnte T7 Laso sein, also allgemein leichte Kreuzer der Tierstufe 6 und 7. Das wollte ich jetzt hier mal so ein bisschen als Beispiel nehmen. Die Laso hat 152 mm Geschütze und hat aktuell 12% Brandwahrscheinlichkeit ohne Signalflaggen und ohne Kapitänskill, also die Basisbrandwahrscheinlichkeit. Wenn wir hier IFAE reinskillen, wie die Kurzform für Trägerzünder für Sprenggranaten ist, verlieren wir jetzt ja bekanntlicherweise 50% an Brandwahrscheinlichkeit, haben dann also noch 6%. Und dann brauchen wir eben die Signalflaggen und den Sprengmeister, den der Kapitän dann mitbringt, um 3% wieder rauszupacken, haben wir noch 9%. Verlieren also wirklich 3% der Brandwahrscheinlichkeit, erhöhen dann aber unsere Penetrationskraft. In der neuen Mechanik haben wir von Hause aus 25 mm und werden in Zukunft dann 32 mm haben, wenn wir diesen Kapitänskill-Trick als Zünder für Sprenggranaten geskillt haben. Und das wird auch nur ganz knapp möglich, weil 25 mal 1,25, ja, ist dann nämlich 31,62 und das wird dann aufgerundet auf diese 32 mm. Weiterhin werden noch andere Sachen bei Kreuzern geändert. Und zwar die Panzerungsdurchschlagkraft der Sprenggranaten der Kreuzer der Stufe 8 bis 10. Dafür beispielhaft in den Hafen gestellt habe ich hier die Cleveland. Ein typischer Vertreter eines leichten Kreuzers auf einer höheren Stufe. Und hier wird die Penetrationsfähigkeit der Sprenggranate noch mit ein Sechstel berechnet. Da sind zum Beispiel auch andere Nationen von betroffen. Ausgenommen von dieser Regelung, soweit ich es jetzt weiß, sind natürlich die Deutschen, die sowieso schon ein Viertel Penetration haben. Alle Schiffe, die aktuell ein Sechstel Penetration bei leichten Kreuzern haben, also Kaliber 152 mm bis 155 mm, Stufe 8 bis Stufe 10, werden in Zukunft ein Fünftel penetrieren. Das heißt 152 mm durch 5 gerechnet, dann sind wir bei 30,4 abgerundet, ja, da wird ja kaufmännisch auch abgerundet, landen wir bei 30 mm und das versetzt die leichten Kreuzer in die Lage, alle Kreuzer auf der Stufe ohne Trägheitszünder für Sprenggranaten vorn und hinten und manchmal dann halt auch auf dem Deck penetrieren zu können. Und das ist halt eine sehr positive Eigenschaft, die da jetzt dazu gekommen ist, aus meiner Sicht. Trotz alledem muss hier natürlich auch Trägheitszünder für Sprenggranaten geskillt werden, wenn man die Decks oder im Front und Ende von Schlachtschiffen auf der Stufe durchschlagen möchte. Also da sind ja dann wieder 32 mm und die erreichen wir hier ohne Trägerzünder trotz alledem nicht. Und wir würden dann hier auch wieder die Brandwahrscheinlichkeit eben verlieren. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was die HE-Granate jetzt penetrieren kann. Und ich sagte eingangs, es wird auch die AP-Granate so ein bisschen betroffen sein. Da sagte ich ein bisschen. Eigentlich ist es doch schon eine ganze Menge, gerade auch bei den Schlachtschiffen, weil Kreuzer jetzt eine deutlich bessere Überlebensfähigkeit bekommen können, wenn die Kreuzer sich entsprechend verhalten. Wollen wir uns das mal anschauen. Also das Erste, was wir hier balancetechnisch verändern müssen oder was World of Warships verändert, ist die Schlachtschiffe auf der Stufe 6 und 7. Ihr habt ja mitbekommen, die Laso, die ich für euch vorhin gezeigt habe, die hat eine Penetration von Hause aus ohne Trägheitszünder von 25 mm jetzt. Das war früher die Panzerung von Schlachtschiffen auf Stufe 6 und 7. Ja, das muss natürlich erhöht werden, damit Kreuzer gezwungen werden, wenn sie euch penetrieren wollen, die Trägheitszünder zu skillen und dann in Brandwahrscheinlichkeit einzubüßen. Darum haben alle Schlachtschiffe ab Stufe 6 in Zukunft eine Minimalpanzerung von 26 mm statt 25 bekommen. Das ist aber noch nicht alles, weil, wie ich schon gesagt habe, die Kreuzer sollen insgesamt ein bisschen gebufft werden sozusagen. Sie sollen eine bessere Überlebensfähigkeit gegen AP-Munition von Schlachtschiffen bekommen zum Beispiel und auch klassenintern eben sich gegenseitig besser bekämpfen können. Und das schauen wir uns jetzt dann mal an. Und das schafft World of Warships, indem sie die minimalen Panzerungsstärken je Schiffsstufe
anpassen. Habt ihr also stärkere Panzerung in den Bereichen, wird die erhalten bleiben, die wird nicht abgeschwächt, aber sie geben halt quasi neue minimale Panzerungsstärken an und das wird dann auch noch aufgeteilt nach schweren und leichten Kreuzern. Schwere Kreuzer sind für World of Warships 190 mm Kaliber oder größer und leichte Kreuzer sind für World of Warships 189 mm oder kleiner. Die schweren Kreuzer bekommen in Zukunft ein verbessertes Deck und einen verbesserten Zentralteil, während die leichten Kreuzer nur ein verbessertes Deck bekommen. Außerdem sind außen vor die britischen leichten Kreuzer, also Minotaur, Fidschi, Edinburgh und so weiter. Auf der Stufe 5, wie hier die Yahagi, die bekommt in Zukunft einen zentralen Teil von 16 mm anstatt vorher 13 mm, lässt eben Granaten bis 229 mm abprallen. Auf Stufe 6 und 7 werden Kreuzer mit dem Kaliber 190 mm oder größer in Zukunft einen zentralen Teil von 25 mm haben. Hier die Indianapolis, die jetzt 3 mm mehr Panzerung im Zentralteil eben hat. Und auch hier auf dem Deck, da haben wir auch die 25 mm drauf. Dann gibt es natürlich auch leichte Kreuzer, so wie die Laso. Die wird im Moment oder in Zukunft dann 25 mm Deckspanzerung haben, aber darunter eben ihre 16 mm in den Kasematten behalten. Hinzu kommt Kreuzer Devonshire und Surrey, die britischen schweren Kreuzer, die gerade erst eingeführt wurden, die bekommen an der Breitseite jetzt 25 mm statt 19. Insgesamt führt das dazu, dass Granaten bis 357 mm eben bouncen können auf dem Deck oder je nachdem, wenn man halt die Kasematten auch geupgradet bekommen hat, dann eben auch an den Kasematten an der Seite hier. Dann kommen wir zu Stufe 8 und 9. Auch da gibt es natürlich weiterhin Upgrades. Wird alles ein bisschen nach oben gedrückt von der Panzerung her. Die schweren Kreuzer, 190 mm Kaliber oder drüber, bekommen jetzt auf Stufe 8 und 9 eben einen zentralen Bereich von 27 mm Panzerung, während die leichten Kreuzer auf der Stufe 8 und 9, also 189 mm bis 149 mm Kaliber, dann ein Deck von 27 bekommen, aber darunter eben bei ihrem alten Wert von 25 mm jetzt bei der Dimitri Donskoi zum Beispiel bleiben. Der Kreuzer Cheshire, Albemarle und Drake, die bekommen einen Buff an der Breitseite sogar, also hier quasi den Bereich, wo jetzt statt 25, 27 mm Panzerung ebenfalls vorhanden sind. Das alles führt dazu, dass ihr 386 mm Kaliber AP-Granaten bouncen könnt, also Bismarck, Tirpitz, Richelieu, Jean Bar und eben auch die Bourgogne, solange es AP ist. Stufe 10. Des Moines zum Beispiel bekommt im zentralen Bereich jetzt 30 mm Panzerung, da waren es vorher 27. Ja, wir können uns erinnern, Stufe 8 leichte Kreuzer können jetzt bis 30 mm mit HE penetrieren, ohne den Trägerzünder für Sprenggranaten. Ihr könnt jetzt also auch T10 Kreuzer ohne Trägerzünder für Sprenggranaten in Zukunft eben penetrieren. Das führt eigentlich dazu, dass wir 429 mm bouncen können im Zentralbereich, wohlgemerkt, weil die Spitze und das Ende des Schiffs wird unverändert bei 27 mm bleiben. Das heißt, wenn die Granaten aus größerer Entfernung kommen und dann in einem relativ spitzen Winkel ankommen sollten, könnt ihr hier mehr bouncen als vorher. Macht euch immuner oder weniger anfällig gegen Montana und Kurfürst als Beispiel jetzt, ne? Und dann haben wir noch Colbert und Smolensk. Überall wird die Panzerung dicker. Außer bei diesen beiden Schiffen, denn da kriegen wir jetzt um die Kasematte nur noch 16 mm Panzerung. Man denkt jetzt im ersten Moment, das ist ein Nerf, das ist eigentlich ein Buff. Besonders gegen AP-Granaten, weil selbst jetzt die kleinen Kaliber, 152 mm, hier die AP-Granate gar nicht mehr scharf bekommen und damit einfach overpennen, weil die AP-Granaten des kleinen Kalibers eben 25 mm Panzerung penetrieren müssen, bevor sie überhaupt scharf werden. Wir haben hier aber nur noch 16. Also gleich auf die Zitadelle oder mit Steilfeuer hier oben rein. Ich sage jetzt einfach mal, das geht bis einschließlich Puerto Rico, Alaska als Beispiel jetzt, ne? Da kommt man dann hier durch die Panzerung durch und dann hat man ja oben noch die Zitadelle, die noch 50 mm Panzerung hat und dann würde man eine Zitadelle durch Steilfeuer generieren können oder eben einfach overpennen vorne rein, das geht auch noch. Am besten ist es aber wahrscheinlich, wenn man in Zukunft hauptsächlich mit HE auf die Smolensk oder Colbert schießt. Meine persönliche Schnelleinschätzung sage ich jetzt einfach mal. Das soll es gewesen sein zu den Veränderungen beim Panzerungsdurchschlag, bei der Panzerung im Allgemeinen, bei Kreuzern und so weiter. Wir haben eine Menge Gewinner, wir haben auch einige Verlierer, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Besonders die leichten Kreuzer Stufe 6 und 7 werden wahrscheinlich eher Verlierer sein, da sie weiterhin IFAE benötigen, um Schlachtschiffe penetrieren zu können und so eine Sachen.
Es wird möglicherweise einen Ticken weniger Brände in World of Warships geben. Wird man sehen, wie sich das wirklich entwickelt, wie das die Meta beeinflusst, diese Veränderung. Und dann sage ich einfach, danke für eure Zeit. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Abo klicken, Glocke drücken, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und dann sage ich, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.